Schönen guten Morgen. Ihr habt es mir geschrieben, in der letzten Zeit ein paar Mal, das wolltet den neuen Einstieg vom Madlgupf sehen. Das Ganze machen wir heute. Der Madlgupf-Klettersteig hat sich erschwert. Aufgrund der Tatsache, dass ziemlich viele Leute ausgeflogen werden haben müssen, weil sie sich überschätzt haben, Anfänger sind eingestiegen in den Steig. Der alte Einstieg war A, B, B maximal. Und mittlerweile wird der alte Einstieg abgetragen. Das heißt, Achtung, nehmen wir einfach herkommen. Es gibt einen neuen Einstieg, der eh sehr schwierig. Und den schauen wir uns heute an. Ich blende euch jetzt einmal das Resümee vom alten Madlgupf-Klettersteig ein, das ich vor eineinhalb Monaten veröffentlicht habe. Und danach steigen wir in den neuen Einstieg ein. Wir zeigen euch die Schlüsselstellen. Wenn ihr den ganzen Steig sehen wollt, schaut euch das andere Video danach gerne an. Und am Schluss von diesem Video gibt es ein Resümee zur aktuellen Situation, wie schwierig der Madlgupf-Klettersteig 14 ist. Das war von euch gewünscht. Wir machen das. Viel Spaß. Kommt mit. Die Tour Madlgupf ist echt richtig cool. Der Klettersteig ist cool. Der ist nicht ganz so easy, also vor allem die Länge ist doch nicht so ohne, also Klettersteig, Neulinge, passt auf, nehmt euch in Acht, unterschätzt das nicht. Der Klettersteig selber vom Auto bis oben ist mit 3 Stunden 30 laut Topo angegeben. Das solltet man auch einhalten, aber ist angegeben mit 1,5 Stunden, das ist recht sportlich. Die zwei D-Stellen sind relativ kurz, vor allem die zweite ist kurz, das habe ich nicht einmal gemerkt, dass das eine D-Stelle ist. Da war ich schon vorbei. Die erste D-Stelle ist psychisch schon ein bisschen länger, weil du bist nachher eben auf so Stifte unterwegs und du bist nachher noch länger ausgesetzt unterwegs. Das ist zwar nicht schwer, aber du musst nachher durchbeißen und das geht freier so in die Wadeln. Also durchhalten und nachher habt ihr eine richtig coole Tour. Da oben ist jetzt der alte Einstieg, der wird angebaut. Ja, mei, durch wilde Grasflanken gehen, das sind wir eh schon gewohnt. Ja. So, da, das ist jetzt der Einstieg. Da geht es gleich knackig zur Sache. Die DE-Stelle kommt nachher erst oben. Aber es geht schon mal steil weiter und wer die erste Stelle nicht schafft, der kann da gleich über den Notabstieg runter. Voll angeschmiert, weißt du? Ja, von der Schuhe her im Gatsch zu stark, das ist ein bisschen unangenehm. Boah, voll. Da sind die Tritthöfen gar nicht so lob. Mal vorher unten noch schön umhängen. So, das war der erste Einstieg, das geht. Jetzt einmal einen Überhang. Soll ich gleich weitermachen? Ja, kannst du auch. Mal vorher unten noch schön umhängen. Steinstück, das geht. Jetzt einmal einen Überhang. Soll ich gleich weitermachen? Ja, kannst du.
selber Hang. Genug. Kurz selber Hang und danach geht's schon wieder wesentlich besser. Jetzt zeigen wir den von oben her, wenn's geht. Kannst du kommen, Markus? Ja. Ihr werdet es nicht ganz sehen. Erst wenn er oben rauskommt, die Hände gestreckt lassen, ist da das Schlüsselrezept. Jawohl, da kommen wir schon. Jawohl, und da ist schon wesentlich einfacher, gell? Kurzer Überhang, aber der schenkt ordentlich ein. Und jetzt zeig jetzt da die Querung eben raus. Und auch steil weiter. Vielleicht zieh die da auf. Also die Schlüsselstelle ist wirklich ganz unten. Lass mal wieder ein bisschen mehr Abstand, gell? Ja, ja. Ich gehe weiter. Steil, aber jetzt nicht mehr schwer im Vergleich zu unten. Was es definitiv unangenehm macht, ist der Gatsch im Zustieg auf die Füße unten. Das macht das Ganze wesentlich rutschiger. Und auch da ist Erden drinnen. Nicht ganz ungefährlich.
geben wird es eine Reihen oder so. Ja, aber der alte Einstieg wird bald runter. Also ehrlich gesagt geht es den Klettersteig gleich gar nicht, wenn ihr den Einstiegsüberhang nicht schafft. Magst du vielleicht von da noch einen rauffilmen? Perfekt. Weil da kommen jetzt die zwei Wege zusammen. Direkt da oben geht's dann raus. So, das ist die wichtigste Message, merkt euch das, der Gipfel gehört erst, wenn du wieder heil unten bist. So, da. Jawohl, Markus. Ich hoffe, wir haben drauf. Da gehört das raus. Wir kriegen jetzt einmal ganz drauf. In der Zwischenzeit zeige ich euch da was. Die ganzen Gruppen da, die gehen zum alten Einstieg. Das ist ein absoluter Bullshit, was die veranstalten. Genau aus solchen Gründen ist der Einstieg umgebaut worden. Dass Leute, die das da unten nicht schaffen, oben gibt es eben zwei D-Stellen, dass die nicht gerettet werden müssen. Die Bergrettung da am Attersee, die dankt euch das. Bitte steigt da nur ein. Und ihr den Schwierigkeiten gewachsen seid, das ist ein langer Steig, 1200 Klettermeter. Markus, vielleicht dein erstes Resümee hört ihr gleich. Unten gleich kurz und knackig weg. Der Überhang da, aber sonst. C, C, D, gell? C, C, D wieder dahin, ja. Ja. Aber ich finde es gut, dass sie es so machen. Ja. Auf jeden Fall, ich tue mir jetzt an die Kamera oder den Helm gleich wieder auf. Schalte die Kamera aus, wir zeigen euch einen Schokoüberhang, ein paar andere ausgesetzte Passagen dazwischen und am Schluss die letzte D-Passage. Und den Rest könnt ihr wie gesagt im anderen Video sehen. Aber Resümee, Fazit, wie schwer, dass sich der Klettersteig hier dann anfühlt mit dem neuen Überhang, gibt es am Schluss von diesem Video. Bleibt unbedingt dran. Wir sind das letzte Mal am späten Nachmittag gegangen. Da war es sehr trocken. Jetzt sind aktuell, es hat gestern ein bisschen geregnet, Gewitter auch gewesen, ihr seht es, da ist nass. Das ist normalerweise nicht so schwer, vielleicht BC oder so da rauf. Aber wenn es nass ist, abgespeckt ist, dann ist das gleich einmal mindestens eine Schwierigkeitsstufe anspruchsvoller. Also auch noch ein Hinweis, ein Sicherheitshinweis. Bedenkt das, ist der Fels nass, ist er trocken. Wenn er trocken ist, braucht es mehr zum Trinken.
Aber dafür ist es einfacher zum Klettern. Wenn es nass ist, so wie hier sind, und wenn es im Schatten seid, braucht es weniger zum Trinken, aber es ist wesentlich anspruchsvoller. Wenn es da ausrutscht, liegst du irgendwo unten, schwer verletzt. Also alles mit Hirn überdenken. Ja Leute, ich stehe jetzt in der Grotte in der Höhle. Das ist da ungefähr noch ein Viertel bis ein Drittel Wandhöhe. Da wo der Markus jetzt hinaufkommt, bis dahin sollte man voll durchziehen, weil bis dahin ist man voll dem Steinschlag ausgesetzt. Da ist der erste Platz, wo man mal ein bisschen rasten kann. Und wir trinken da jetzt dann gleich einmal was weiter einstück. War ziemlich knackig, geschwitzt wie das Sau. Das hängt damit zusammen, ist echt voll neblig, aber geniale Stimmung. Es ist extrem eine hohe Luftfeuchtigkeit heute. Wir sind jetzt bei der ersten alten Schlüsselstelle. Das ist der Schokoüberhang, Kategorie D. Da geht es über die Hühnerleiter rauf, hinter uns. Ist ziemlich lang nass gewesen. Also geht es den Steig wirklich gescheiter besser, wenn es trocken ist. Der Markus wird das jetzt auch von unten filmen. Ich hoffe, dass man diesmal keine Chance auskommt, weil letztes Mal sind Gewitter aufgezogen. Einen im Überhang. Ich zeige euch das Ganze vorher rum auch noch, wie das ausschaut. Jawohl, Markus schon da. Und weiter geht's. So, das Waschbrettel ist nicht schwer, aber da geht da jetzt ein ziemlich langes Wandel auf die Trittstifte entlang. Ausgesetzt natürlich. Vielleicht seht ihr es, ich hoffe, ich habe die Kamera richtig eingestellt, müsste passen. Nach dem Waschbrett geht es heim, ist da rauf, eigentlich konstant steil dahin. Und der Markus ist auch nochmal ein kurzer kleiner Überhang, aber maximal mit C oder so zu bewerten. Ja. So schwül oder feucht halt, wie im Amazonas. Jetzt sind wir da im Wald, auf so einer Lichtung, da ist flacher. Und es ist eine gute Möglichkeit, dass man da mal rostet,
den genialen Ausblick auf den Attersee genießt. Und dann geht es einmal einfach am Grat entlang, bis oben der Ausstieg wieder schwerer ist. Das ist nachher noch einmal ein Schlüsselstück. Ja. Den haben wir das letzte Mal gar nicht gemerkt, so kurz war die. Ja, ist so. Das ist der, jetzt der letzte Schlüsselstück, D. Dann hast du noch ein bisschen PC-Gelände und dann hast du es aber geschafft. Es sind nur 3 Meter. Markus im Ausstieg. Schon wieder gerockt. Ja, Vollgas. Wobei Leuteln rocken, dann bei uns nichts. Das ist ein Rock. Aber und schon nachher rockt uns der Rock selber. Ja, Gipfelburg. Und dann steigst du direkt am Gipfel aus, wie die Oberösterreicher so schön sagen, an Gall. Wir Salzburger sagen an Gewaltig. Da herüben in dem Land sagst du Gallwaltig. Gallwaltig. So, liebe Leute, ich mache euch jetzt neben der Straße ein kurzes Resümee. Während der Markus jetzt nach dem DE-Überhang sich eine Banane gönnen muss. Unbedingt. Unbedingt. Nein, also die Frage eben, wie schwer ist jetzt der Attersee-Klettersteig nach dem Umbau, vor allem nachdem, dass die alten Stahlseile definitiv abgebaut worden sind. Bei uns sind sie noch nicht abgebaut, aber stellt euch darauf ein, sie werden abgebaut. Der Steig ist definitiv ein bisschen anspruchsvoller. Es ist ein DE-Überhang, der ist kurz. Was waren das? 5 Meter mal, gell? Überhaupt, ja. Ungefähr 5 Meter, dann bist du da drüber über die Stelle. Bitte, liebe Leute, jeder Einzelne, der das Video anschaut und jeder Einzelne, der vorhat, den Steig zum Gehen, auch wenn bei euch noch die alten Seile drinnen sind, probiert bitte den E-Überhang aus. Wenn ihr den nicht schafft, habt ihr in dem Steig absolut gar nichts verloren. Es sind nachher oben 2 kurze Überhänge drinnen, die sind nicht schwer, das ist eine Kategorie D. Wenn ihr den DE-Überhang geschafft habt, dann schafft ihr es die zweiten Stellen auch. Ansonsten habt ihr da drinnen einfach nichts verloren. Auch heute ist der Hubschrauber schon wieder 2-mal geflogen und das sind einfach Situationen, die sich die Bergrettung da einfach nicht mehr antun will. Und darum ist das Ganze auch umgebaut worden. Es ist DE, aber es ist nicht lang, das ist nicht geschert, was eingebaut worden ist. Das ist einfach zum Aussortieren da und es gibt genug für andere Klettersteige auch. Es gibt auch einen Normalweg auf dem Madelkupfaufe. Also oben am Gipfel habe ich immer denselben lässigen Ausblick. Mein Appell, macht einfach den Klettersteig nur, wenn es den DE-Überhang schafft. Mehr gibt es da nicht zum Sagen, oder? Ja, ein bisschen zart, aber halt heute auch, weil sehr nass war, sehr rutschig. Sollte man vielleicht auch bedenken, wenn es vor dem Tag geregnet hat. Aber sonst, wenn es trocken ist, ist es ein schöner Steig. Nur halb im Schatten am Vormittag, was auch sehr positiv ist, überhaupt bei dem heißen Wetter. Am Nachmittag bist du in der Sonne? Ja, genau, dann wird es richtig zart. Ja. Genau. Ja, gibt es noch was von deiner Seite? Wie gesagt, bewertet das Video, Daumen auf, Daumen alle. Teilt es an die Leute, die das interessiert, wie schwer, dass der Steig jetzt tatsächlich ist. Und wer in Zukunft nichts mehr verpassen will, Kanal abonnieren, Glocken aktivieren, Fragen unten rein ins Kommentarfeld. In dem Sinn, Abschluss gehört den Markus. Der geil, bleibt geil. So schaut's aus. Und Lindy mit I und nicht mit A, gell? Ciao, ciao.